Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Vonne, der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 16 Ultimate Team. Ich habe mir jetzt wie angekündigt Second Inform Hamšík gekauft. Leider nicht für 15.000. Das war das preiswerteste, was ich gesehen hatte bei ihm. Das habe ich leider nicht geschafft, weil ich hatte einfach die 15.000 Coins nicht zu dem Zeitpunkt und musste dann erstmal meinen Guarin verkaufen. Und ich glaube, ich hatte auch noch einen Bronzespieler oder zwei Bronzespieler, die ich aus irgendeinem Pack übrig hatte, die ich verkauft habe für 200 Coins oder so. Und dann hatte ich genügend Geld, um ihn mir zu kaufen für 15.750. Und das Schöne ist, er ist schon jetzt 18.000 wert. Also schon jetzt ist der preiswerteste auf dem Markt 18.000 zumindest, als ich nachgeschaut habe. Und wenn ihr das Video seht, gehe ich davon aus, dass er jetzt noch viel, viel mehr wert ist. 30.000 oder so. Ich wollte ihm eigentlich einen Champions-League-Style geben, aber wie ihr seht, ich habe nur noch 34 Münzen. Das heißt, wir müssen erstmal ein Spiel machen, je nach Champions-League-Style, vielleicht sogar zwei, um ihm den zu geben. Er kommt auf 9 Chemie, das heißt, mit Loyalty-Bonus kommt er auf 10 Chemie. Und ich denke halt, ich würde ihm tatsächlich den Champions Freestyle Finisher geben, wie Morata, was Schuss und Physics verbessert, weil das eigentlich die zwei Sachen sind, die ich einfach noch besser haben möchte bei ihm. Das Tempo ist mir eigentlich egal bei einem ZOM. Der Pass ist mit 90 auf Kurzpass überragend. Ich glaube 78 oder 79 auf langer Pass, aber wie gesagt, der ZOM macht nicht so viele lange Pässe, deswegen ist es nicht so schlimm. Er hat ein sehr gutes Dribbling. Er hat zwar auch einen guten Abschluss, aber gerade als ZOM kommt das so oft zum Abschluss, da dieses Quäntchen mehr, was ich da brauche vielleicht bei einem entsprechenden Schuss, das will ich mir einfach über den Champions League Style holen. Und Physics verbessert ja, wie gesagt, körperliche Attribute, also Ausdauer, ist halt auch immer wieder merkbar, dass es einfach schön ist, Spieler zu haben, die auch am Ende des Spiels noch ganz fit sind, dass man mit denen nochmal in den Sprint gehen kann oder so, deswegen Ausdauer verbessert, die körperliche Stärke, die Aggression glaube ich auch oder sowas, aber vor allem will ich es halt für die Ausdauer und für die körperliche Stärke machen. Ach Moment, können wir überhaupt mit der Mannschaft spielen? Ja, was ist mit der Bundesliga? Okay, die muss regenerieren, also wir müssen sogar mit denen spielen. Aber es macht ja nichts, wir haben drei Spiele, wir brauchen zwei Siege oder ein Sieg und zwei Unentschieden. Und wir wissen ja, dass unser Morata genau der richtige Mann ist für Abstiegskampf. Letzte Saison haben wir um den Aufstieg gespielt, dieses Mal wieder um den Abstieg, schade. Aber, ach Moment, wir packen erstmal Lahm. So. Was soll ich sagen? Genau, aber Morata hat, ich glaube, das war die vorletzte Saison, wo wir auch im letzten Spiel gewinnen mussten, um nicht in Liga 3 abzusteigen. Und da hat Morata ja einfach mal drei Tore gemacht, deswegen, er ist für Abstiegskampf genau der Richtige und ich hoffe, dass er das zeigt. Und ich hoffe natürlich, dass auch Hamšík passt, weil es ist halt nicht so optimal in so einem Spiel jetzt den neuen Spieler zu testen, aber naja, ist mir erstmal egal. Guarin war auch nicht super geil. Oh nein. Das ist auf jeden Fall wieder ein Dribbelverliebter, da bin ich mir relativ sicher. Okay, Konzentration, Praxis, das kannst du verteidigen. Es ist sehr anstrengend, aber abwartend und gut verteidigen und deine eigenen Chancen nutzen. Er hat immerhin keine wirklich hoch bewerteten Spieler, außer jetzt den 85er Peter Cech im Tor. Leider komme ich auch meist mit so einem dichten Angriffsfeld von nicht so gut zurecht. Mal schauen, wie es diesmal ist. Also wie gesagt, ich gebe mein Bestes. Wenn ich absteige, okay, Liga 3 habe ich Pech gehabt. Wenn ich das Spiel gewinne, habe ich immer noch nicht sicher den Klassenerhalt. Aber wenn ich das Spiel verliere, wird es wirklich sehr schwer, dann, weil dann muss ich die letzten beiden Spiele gewinnen. Also ein Unentschieden sollte mindestens bei rauskommen, aber ein Sieg wäre besser. So. Schöne Annahme von Morata. So, Hamšík steht genau richtig. Perisic legt sich den Ball direkt meinen Tick vor. Jetzt wird's eklig. Ach, fuck, ich wollte eigentlich weiter nach außen rechts dribbeln. Es hat gar nicht geklappt. Leider. Ah, da ist doch Kedira schon am Ball. War natürlich ein schwieriger Pass, der aber... kein Fall an Kedira, interessant. Chiellini fängt den mal ab. Oh, ich glaube, der Gegner ist gut. Der Gegner ist, glaube ich, gut.
Spielt bisher gar nicht schlecht. Schönes Stellungsspiel. Schön gemacht von Perisic. Oh, der spielt echt gut. Also der steht gut, der steht dicht. Antizipiert. In den meisten Fällen unsere Laufwege. Wir hatten beide bisher noch keinen Abschluss. Kommt sogar mal ein gelupfter Laufpass an, nicht so schön. Macht wieder den gleichen Trick und er hat wieder nicht funktioniert, tollerweise. War ein normaler, straffer Pass, also kein Laufpass. Er hat ihn so ein bisschen in den Lauf gespielt, das war nicht so gut. Lagertor, was soll ich da machen? Aber ich denke, ich habe es gut verteidigt. Das war halt einfach wieder nur ein Lagertor, was soll man sagen? Ball springt halt so lange durch den Strafraum, bis er halt drin ist. War schon aus. Passiert mir so oft, wenn ich den Ball vorlege. Ich lege ihn einfach zu oft schräg vor, statt geradeaus. Ich weiß auch nicht. Manche machen das so perfekt mit dem Vorlegen. Ja, natürlich. Aber egal, nicht aufregen. Hätte halt auch Nainggolan rangehen können an den Ball, dann wäre er nämlich bei uns gewesen. Perisic macht es auch wieder wunderbar. Also super schwer gegen den Gegner zu gewinnen, selbst ein Unentschieden wird schwer, also... Wir haben aber auch gerade Pech, muss ich sagen, weil der Ball war schon wieder nicht bei uns. Oder ist nicht bei uns geblieben, besser gesagt. Oh, warum haut er denn so einen weiten Laufpass raus? Meine Fresse, geht das wieder los. So zum Kotzen, aber egal. Konzentration. Das regt mich noch nicht auf, ist ja noch alles gut. Auch wenn das, wie gesagt, mal wieder sehr lächerlich war mit dem Laufpass. Ball zwar schlecht mitgenommen, aber dann gut behauptet. Ach ja, der Glück. Vielleicht haben wir ja auch noch das Glück und schaffen hier ein Lagertor. Nainggolan, jetzt macht er den ein oder anderen Fehlpass. Da hat er halt schon wieder gut antizipiert. Auch wenn er hier den ein oder anderen Fehlpass spielt, antizipiert auf jeden Fall sehr gut unsere Passwege. Boah, wie sie sich wieder gegenseitig über den Haufen rennen. So nice. Zum Glück, wenigstens der Ball ging nicht rein. Oh, sehr gut für Lichtsteiner. Da habe ich wieder zu viel übers Dribbeln probiert. Der Gegner hat es gut verteidigt, wie man es halt nehmen möchte. Oh, ärgerlich. Da will man das Spiel schnell machen und Hamrik nimmt halt den Ball dann leider zu schlecht an. Wir haben hier leider das Kopfballduell. Also ich frage mich echt, warum so oft einfach der Trick schlecht ausgeführt wird, beziehungsweise halt in den Spielereien, aber das nicht bestraft wird von der Engine. Es müsste doch eigentlich so programmiert sein, dass der Ball viel öfter weg ist, wenn der Trick schlecht ausgeführt wird, beziehungsweise halt in den Gegner rein. Das macht doch keinen Sinn. War halt jetzt schon wieder so. Er macht den Trick halt in mich rein. Und trotzdem bleibt er halt irgendwie im Ballbesitz. Also, ja, ist halt einfach so.
Da hätte Hamšík einfach kurz stehen bleiben müssen. Das war einfach ein Stellungsfehler von ihm, meiner Meinung nach. Wenn er da kurz bleibt, passiert gar nichts. Weil er dann den Ball hat und nicht der Gegner, aber er geht halt hinter den Verteidiger. Und das war gerade kein gutes Stellungsspiel von Hamšík, meiner Meinung nach. Komm, komm, komm. Foul. Hallo, das war ein Foul. Oh. Natürlich, dann gibt es dann natürlich auch wieder keinen Foul für mich. Vielen Dank. Ja, aber trotzdem, ich bin ganz zufrieden. Wir haben nullmal geschossen angeblich. Das ist auch wieder der Beweis, dass es gerade eben ein Foul war. Weil wenn es ein Schuss gewesen wäre, wäre es ja jetzt hier in der Statistik mit drin gewesen. Das heißt, Morata hat nicht geschossen, weil er gefoult wurde. Und der Gegner ist auf jeden Fall in der Offensive bisher besser ans Ziel gekommen als ich. Aber ich denke, ich habe es trotzdem anständig verteidigt. Man muss halt einfach meine Möglichkeiten suchen. Gegner hat einfach wieder einen Tick mehr Glück als ich, finde ich. Alleine schon das Tor. Och, lauf doch dem Ball entgegen. Alleine schon das Tor war meiner Meinung nach. Ja, das heißt meiner Meinung nach, es war einfach ein Lackertor. Das war mal schön rausgespielt. Und noch ein Lackertor. Durch die Beine durch. Och, also die Chance war schön rausgespielt. Aber wie natürlich dann wieder das Ding da unten durchgeht. Das ist ja wieder pures Glück. Also es soll momentan anscheinend einfach nicht sein hier in Liga 2. Schöner Schuss aus der Drehung, schwieriger Schuss von Hamšík. Aber immerhin, wenn wir jetzt vielleicht den schnellen Anschluss schaffen. Oh, richtig krass übergegriffen von Čech. Aber wenn wir jetzt vielleicht den schnellen Anschluss schaffen. Sollte der Pass eigentlich nicht hingehen. Ja, ich musste dahin spielen. Hamšík ist halt nicht der Schnellste. Oh. Diese ganzen scheiß Risikopässe funktionieren natürlich bei dem. Und bei mir gehen sie in die Hose. Naja, wenigstens das Tor haben wir verhindert. Okay, wir haben immer noch Zeit für ein Unentschieden, also oh, ich sehe keine Chance für ein... Oh, natürlich getunnelt. Ich sehe keine Chance, das Spiel noch zu gewinnen, aber ein Unentschieden sollte eigentlich drin sein. Oh, das war ein normaler Pass, er macht einen Laufpass drauf. Was ist denn los heute? In dem Spiel. Das ist schon das zweite Mal, dass wieder einfach ein so beschissener Laufpass draus gemacht wird. Ist auch geil, wie er für den Gegner gepfiffen wird. Und wie ich meine... wie ich meine Fouls oder meine Freistöße, besser gesagt, nicht bekomme. Und ich steuere ihn einfach mal mit. Schöner Pass auf Nainggolan. Och, dann versaut es natürlich die Ballannahme wieder, die gefährliche Situation. Wieder ein Trick in den Spielereien. Pass doch einfach mal. Ja, ich will jetzt einfach mal den
Eckball raus. Mir lieber, als zu versuchen, dumm reinzudribbeln. Oh, er kommt aber auch jedes Mal perfekt raus. Das war halt wieder so ein Pass, der einfach, wenn er ankommt, super gefährlich ist. Aber er schafft es dann natürlich sehr knapp noch irgendwie reinzukommen. Schieß doch. Jetzt haben wir jetzt zwar uns ein bisschen beim Gegner eingegraben, aber wir haben halt einfach keine Torchancen. Oh, das verteidigt er so gut mit seinem scheiß Klischee. Komm, komm, komm! Kommt natürlich noch die Ecke geschenkt. Also ist... Ach nee, doch nicht. Ich kann mir ja eigentlich keine Vorwürfe machen. Ich habe versucht, das Beste rauszuholen aus dem Spiel. Hat nicht geklappt. Und ich hatte ja auch so gut wie keine Torchancen. Die Torchancen, die ich hatte, die waren... Keine, wo ich sag... Oh, ey! Die Torchancen, die ich hatte, waren keine, wo ich sage, krass, die müssen rein, sondern waren da eher schwache Torchancen. Ja, genau, wir machen irgendwelche bekloppten Trickshots und sowas. Vielleicht schaffen wir noch den Ehrentreffer, ich glaub's doch nicht, aber naja. War natürlich eins zu weit, sollte auf Perisic gehen. Oh, das gibt's nicht. Und was macht Kandreva? Er lässt halt durch für Hamšík, nur weil der nicht an den Ball angekommen ist. Dann nimm du den doch mit, Kandreva. Es ist dumm. Geil programmiert. Ja, wir bekommen natürlich kein Lagertor und es war eigentlich eine gute Chance für Nainggolan, aber er macht's nicht, weil Cech jetzt einfach mal jeden hält. Wir stehen vor dem Gegner und trotzdem kriegen wir den Ball nicht. Also, das ist halt wieder so ein Spiel, wo ich sage, der Gegner ist einfach nicht so viel besser als ich, wenn er überhaupt besser ist. Er hatte einfach in dem Spiel viel mehr Glück als ich. Aber es kann natürlich sein, dass auf so einem Level oft das Glück entscheidet, ich weiß es nicht, es ist aber einfach scheiße. Ja, und natürlich ist der gegnerische Torwart der beste Spieler. Ich hatte eigentlich, ja gut, am Ende dann doch 8 Paraden. Ich hatte jetzt nicht so viele Chancen, aber die, die ich hatte, waren halt teilweise gefährlich. Außer in der ersten Hälfte natürlich. Und es ist schon traurig, das ist schon traurig. Ich will jetzt nicht sagen, dass der gegnerische Torwart das Spiel gewonnen hat, aber... Der gegnerische Torwart hat das Spiel gewonnen. Nee, Quatsch, jetzt müssen wir die letzten beiden Spiele gewinnen. Ich glaube irgendwie, ehrlich gesagt, nicht so wirklich daran... Dass wir das schaffen, 80% Passgenauigkeit ist eher wenig für mich. Wie gesagt, ist auch geil, ne? Der gegnerische Torwart hatte 8 Paraden. 3 Schüsse und 2 aufs Tor. Was stimmt da nicht? Stimmt da die Statistik, dass der gegnerische Torwart 8 Paraden hatte und Spieler des Tages ist? Oder stimmt da die Statistik nicht, dass ich nur 3 Schüsse hatte? Ich glaube, da stimmt diese Statistik nicht, weil dass das mit den Schüssen nicht hinhaut, haben wir schon ein paar Mal gemerkt. Ja, was soll ich sagen? Ist halt einfach so gewesen. Ich denke, wenn der gegnerische Torwart Spieler des Tages ist, sagt das schon mal viel darüber aus, dass der Gegner mehr Glück hatte als ich. Und ich kann aber meinem Buffon jetzt zum Beispiel auch keinen Vorwurf machen. Ich meine, er wurde getunnelt, okay, das passiert immer mal. Und das andere war halt einfach so ein Stolpertor. Der Ball fliegt halt so lange durch den Strafraum, bis er bei mir am Tor drin ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich denke, ein Unentschieden... wäre gerechter gewesen, so ein 1-1.
Aber nun gut, wir haben jetzt noch zwei Spiele, die müssen wir beide gewinnen. Es ist sehr unwahrscheinlich, aber ich gebe natürlich mein Bestes. In diesem Sinne liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Und beim nächsten Spiel ist dann ja wirklich ein K.O.-Spiel. Nochmal mit der Serie A. Da kann Hamsik und Morata dann beweisen, dass sie für sowas genau gemacht sind. Wie viele Scorerpunkte hat denn eigentlich jetzt momentan Morata? Ach so, okay, Khedira hat sich verletzt. Was hat er denn? Arm, ein Spiel. Wir können natürlich theoretischerweise auch mit der Bundesliga spielen, aber ich wollte eigentlich nochmal die Serie A testen. Fuß, also es geht mal das. Ich glaube, Morata ist auch wieder ziemlich schlecht mit seinen Scorerpunkten. 17 Spiele, 10 Scorerpunkte, naja, was heißt, ziemlich schlecht. Immer noch besser als 0,5 Scorerpunkte pro Spiel, von daher alles okay. Und ich habe jetzt auch keine Lust, gerade wieder einen neuen Stürmer zu probieren in der Serie A, das macht keinen Sinn. Was ist mit Kruse? Hat er noch seine 1 Scorerpunkt pro Spiel? 15 Spiele, 13 Tore. Nein, auch er hat's nicht mehr, aber egal. Also dann, Daumen nach oben, wird man euch loben. Bis zum nächsten Mal, packt es, dann gewinnen wir. Tschüss.